Bert ist einer von 6 Artenspürhunden mit einer ganz besonderen Aufgabe. Die sogenannte DB-Hundestaffel hilft der Deutschen Bahn, verborgene Lebensräume bedrohter Tierarten auf möglichen Baustellen zu finden. Und das können Bert und seine vierbeinigen Kollegen richtig gut. Während Menschen für so ein Gutachten bis zu ein Jahr brauchen, erledigen die Hunde die Aufgaben in wenigen Stunden. Der Hund riecht, was der Mensch nicht sieht. Und der Mensch im Prinzip sieht, was der Hund nicht riecht. Soll heißen, der Hund kann zum Beispiel für uns in den Schotter hineinschauen oder in Bodenlöcher, in die Quartiere der Arten, die der Mensch vielleicht nicht entdecken würde. Oder bei hoher Vegetation kann der Hund erfassen, ist dort eine Zielart drinnen. Der Mensch wiederum kann zählen, kann sagen, es handelt sich um ein weibliches Tier, ein männliches Tier, was für Populationsdynamiken sehr wichtig ist. Und so ergänzen sich die beiden als Team sehr effizient. Mithilfe der sogenannten Sandbox erlernen Bert und die anderen Jagdhunde den Geruch von Tieren wie Fledermäusen, Echsen oder Mäusen zu erkennen. Für jeden Treffer gibt's ein Leckerli. 2 Jahre wurden die Spürnasen auf ihren Beruf ausgebildet. Mittlerweile werden sie in ganz Deutschland eingesetzt. Die lernen da verschiedene Suchmuster. Zum Beispiel bei Fledermäusen ist es zum Beispiel auch wichtig, nach oben zu suchen oder halt bei den Reptilien halt tief zu suchen, so kleinräumig. Und das lernen sie halt in einem Jahr, dann werden sie geprüft. Und wenn das halt positiv ist, dann dürfen sie in den Einsatz gehen. Aber die werden trotzdem auch fortlaufend weiter trainiert jeden Monat. So viele Tiere wie möglich vor den Baumaßnahmen schützen. Mit dieser Mission werden Bert und seine vierbeinigen Kollegen noch einige Male die Münchner Stammstrecke absuchen. Erst dann kann weitergebaut werden.